Wochenende so richtige Feldarbeit. Das baut mich halt immer wieder auf. Merkt man. Du mäst wie ein gelernter Scheunendrescher. Mit deinen Muskelpaketen kannst du bald auftreten, Dampfalze. Als Bodybuilding-Superman. Nur kein Neid. Er hat, er hat. Wenn ich euch so zusehe... Na, was ist dann? Also, eure Arme kugelt ihr euch ja nicht gerade aus. Dafür haben wir dich. Also, ich möchte mal wissen, ob es noch irgendwo eine Schule gibt, in der nachmittags am steil abfallenden Burghang zum Kapellsee mähen, haken, schaufeln und Unkrautjäten auf dem Stundenplan steht. Oh, mein Kreuz. Naja, was soll's. Schreckenstein ist eben einmalig. War einmalig. Bis jetzt jedenfalls. Aber echt. Eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. Dass es einer von uns war. Genau. Also, mal einen Pullover klauen. Nur so zum Spaß. Und ihn dann wieder heimlich hinlegen. Das fände ich schon mal lustig, aber... Ottokars Pulli, mein Fresspaket, Andis Elektrokocker, Hummels Decke, Waldmanns Wecker und Herberts Kochzeug. Alles weg, auf einen Schlag, alles weg. Nee, das ist kein Spaß mehr. Für Mädchen vielleicht doch. Du glaubst doch nicht etwa, dass diese Rosenpelze Pensionatsgänse hier bei uns... Ich glaube gar nichts. Ich denke nur laut. Du warst ja schon immer deine Stärke. Und du warst auch schon mal witziger. Eines steht jedenfalls fest. Geklaut wurde bisher bei uns noch nicht. Und bis jetzt wissen wir gar nichts. Das steht auch fest. Leider. Hallo? Was ist das denn? Wo? Na hier, das Gitter. Nimm mal das Gras ganz weg, damit wir es besser sehen. Dass wir das noch nicht entdeckt haben. An der Burgecke hier haben wir auch eine Ewigkeit nicht gearbeitet. Und gemäht schon gar nicht. Ein richtiges Gitter. Sogar mit einer Tür. Und dahinter ein Gang. Führt vermutlich irgendwo unterhalb der Burg durch. Ja, kurz, ihr Fünfer. Spinn ich denn? So, hast du nicht gesehen? Und da war ich noch nicht drin. Verstehst du das? Hast du deinen Dietrich dabei? Logisch. Zeit. Mist! Das dreht sich nicht. Peinlich für uns. Sehr peinlich. Ein Gang unterhalb der Burg, von dem wir nicht das Geringste wissen. Und ausgerechnet Burgherr Graf Schreckenstein, wegen seines ungeheuren Riechkolbens von uns Mauersäge genannt, muss uns aufklären, was es mit diesem Gang auf sich hat. Einer seiner Urahnen hat ihn sich bauen lassen. Als Fluchtstollen, durch den er damals sein Leben retten konnte. Auch wir werden in diesem Gang noch einiges zu tun haben. Aber das kommt erst später. Heute macht uns noch diese Diebstahlsgeschichte zu schaffen. Nach der Feldarbeit treffen wir uns abends in der Folterkammer. Denn Mücke und Andi haben von unserer Bude aus im Burghof unterm Wehrgang drei völlig fremde Typen gesichtet. Ja und? Wie sahen die aus? Wenn ich das genauer gesehen hätte. Und wie hast du es ungenauer gesehen? Na, drei Typen halt. Die tauchten auf und waren auch schon wieder weg. So schnell konntest du gar nicht gucken. Wohin waren die weg? Vom Wehrgang in Richtung Folterkammer. Vielleicht. Also, hierher. Möglich. Hier sind sie aber nicht. Scheint so. Scheint nicht so. Ist so. Seid ihr sicher, dass es niemand von uns war? Ja. Warum? Ja, warum? Jungen? Mädchen? Nicht zu erkennen. Die liefen ganz anders. Vielleicht Erwachsene? Nein, bestimmt nicht. Die benahmen sich eben ganz anders als wir hier. Und wie sie dann plötzlich wegrannten. Also von uns war das keiner. Tja, und jetzt? Fragt Ottokar völlig berechtigt. Und wir stehen ziemlich dumm herum, überlegen verzweifelt und zermartern uns unsere Gehirne. Währenddessen tritt Ottokar mehr zufällig auf eine Holzleiste, die in der Nähe der Streckbank in den Boden der Folterkammer eingelassen ist. Und wie immer, wenn einer von uns da drauf tritt, öffnet sich an der Wand ein aus früherer Ritterzeit stammender mannshoher Kasten. Und wer guckt raus? Paule. Paule schwingt eine Sense und ist ein ganz gewöhnliches Skelett. Wir kennen ihn längst. Er jagt uns keinen Schrecken mehr ein. Nicht zu knallen, Dampfwalze. Warum denn nicht? Na, guck doch mal dort. Wo? Dort unten, hinter Paule im Kasten. Ja, Wahnsinn. Das ist ja ein ganzes Warenlager. Mein Fresspaket. Und mein Pullover. Und da, in der Ecke, liegen auch noch die anderen Sachen. Gibt's doch nicht. Hummels Decke, Feldmanns Elektrowecker, Herberts Kochzeug. Alles auf einmal, zu Paules Füßen.
Ist ja wohl echt ätzend. Ja, was finde ich denn hier noch? Zigaretten? In deinem Fresspaket? Also, die hat mir meine Mutter bestimmt nicht mitgeschickt. Aber die Konservendose hier vielleicht? Ja, da war mein Apfelmus drin. Ist jetzt ein Aschenbecher. 1, 2, 3, 4, 5 Kippen drin. Mann, hat der geraucht. Oder sie. Wer sie? Na, was ist das wohl? Wo? Hier, am Kippenrand. Lippenstift. Also doch, die Rosenfelser Pensionatsgänse. Nicht so voreilig. Meine ich auch. An den anderen Kippen ist nämlich kein Lippenstift dran. Dann trifft sich hier einer vielleicht mit einem Mädchen. Das wäre Vogelwild. Vogelwildtäter! Regt euch ab, Männer. Bis jetzt ist nur eins sicher. Micke und ich haben 3 Typen gesehen, die nicht hierher gehören. Die sich aber verdammt gut bei uns auskennen müssen. Genau. Richtig. Und deshalb schlage ich vor, dass wir heute Nacht an verschiedenen Stellen Wachen aufstellen. Vielleicht haben wir Glück und die 3 tauchen wieder auf. Ja, genau, so machen wir es. Diesen Beschluss der Ritterrunde kriegt jemand mit, der eigentlich noch gar nicht dazugehört. Der kleine Herbert. Er steht hinter der Tür und lauscht. Bei den großen Rittern, das hat er längst raus, ist's natürlich immer viel interessanter. So steht er auch in dieser Nacht unbemerkt auf und schleicht im Gelände umher. Er will dabei sein, wenn die 3 Typen wieder auftauchen. Aber vorerst taucht immer nur er allein auf und immer am falschen Ort. Wer ist da? Ich? Wer ich? Komm, Zieleine, was hast du hier zu suchen? Ach, du bist's, Mücke. Ich kann nicht einschlafen. Dann versuch's eben nochmal. Schwör ab. Nicht da lang. Die Treppe rauf geht's ins Bett. Du hast mir gar nichts zu sagen. Was schleichst du denn hier rum? Wer bist du? Andi. Hallo, Andi. Na, hast du schon einen gesehen? Tickst du noch richtig? Hau dich ins Bett. Du wirfst unseren ganzen Plan über den Haufen. Zurück, du Krebs. Die Treppe rauf. Mach ich, wie ich will. Mault der kleine Herbert beleidigt, tastet sich im Burghof weiter an der Mauer entlang und ist schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Am ganz falschen. Was krabbelst du denn mit deinen Wurstfingern in mein Gesicht herum? Mach ich doch nicht mit Absicht. Das wäre ja auch das Vorletzte. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Na klar, Darmfalze. Deine Stimme kenne ich auch, wenn du flüsterst. Danke für die Blumen. Und jetzt schwenkst du dich. Babys gehören nachts ins Bett. Red nicht so blöd. Ich rede nicht blöd, ich rede vernünftig. Und wenn du das nicht begreifen willst, still. Da drüben. Die 3 Typen. Sie kommen näher. Kein Wort mehr. Ich muss. Spinnst du? Und nicht jetzt. Ich muss. Drückst du die Rippen. Nicht doch, Dampfwalze. Was machst du denn? Dampfwalze macht gar nichts. Jedenfalls nicht mit Herbert. Dafür leisten die 3 Typen inzwischen ganze Arbeit. 2 schleifen den kleinen Herbert weg und der stärkste unter ihnen bedient Dampfwalze. Dampfwalze sinkt stöhnend zusammen. Als er die Augen wieder öffnet, blendet ihn der Strahl einer Taschenlampe. Es ist Mücke. Mann, hat's dich erwischt? Wo ist sie? Wer? Sie? Frag doch nicht so dämlich. Ja, hat dich denn etwa ein Mädchen? Mensch, die kann Judo. Aber ich breche trotzdem alle Knochen. Wenn du sie erwischst? Die erwische ich schon noch. Psst. Mann, Dampfwalze. Wer hat dich denn niedergebügelt? Hast du sonst noch mehr so dämliche Fragen auf Lager? Na, entschuldige mal. Dass ich das noch erleben muss. Na, was denn? Ein Mädchen pustet Dampfwalze auf das Pflaster. Einfach so. Da haut sie mir den Vogel raus. Dampfwalze ist Zeuge. Ein Mädchen. Und... wo sind die anderen? Es sind doch 3. Weiß ich nicht. Ich habe nur sie abgewehrt. Schuld daran ist dieser blöde Herbert. Wenn der nicht gehustet hätte. Was? Der war auch bei dir? Na eben. Bei mir war er ja auch. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Mir egal. Wahrscheinlich im Bett, wo er hingehört. Also Männer, ich schlage Ortswechsel vor. In der Folterkammer können wir besser reden. Okay. Genau. Bin ich auch der Meinung. Prima. Die kann nicht allein gewesen sein, Dampfwalze. Überleg doch mal. Sage ja gar nicht, dass sie alleine war. Na, was sonst? Dass ich es mit ihr alleine zu tun hatte. Nichts weiter. Ich sah kurz einen wegrennen. Hast du denn die anderen auch gesehen? Ja, vorher. Und dann? Nichts mehr. Jetzt habe ich Hunger.
Mann, hast du Sorgen? Entschieden mehr Hunger als Sorgen jedenfalls. Willst du etwa dein Fresspaket aus dem Kasten holen? Genau das. Lass bloß das Paket bei Paule liegen. Warum denn? Hey, was ist denn das für ein komischer Ton? Paule klemmt ja. Der weiß auch, warum. Ja, Menschenskinder! Der kleine Herbert, direkt neben Paule und eingeschnürt wie ein Postpaket. Wie kommst du denn hierher und in den Kasten? Wenn er reden soll, müssen wir ihm erst das Pflaster vom Mund reißen. Nicht reißen, du Gefühlskanone. Komm, Herbert, ich mach's schon. Au! So, und jetzt das Seil weg. Schon besser, was? Und nun steig aus. Vorsichtig. Streck dich erst mal. Und hol ein paar Mal tief Luft. Jetzt erzähl mal, Herbert. Wie viel waren's hier eigentlich? Wann haben sie dich erwischt? Ja, jetzt lasst ihn doch erst mal zu sich kommen, Leute. Gib ihm lieber was von deiner Schokoladendampfwalze. Nichts lieber als das. Hier, Herbert. Wer denn sonst noch? Ich. Auch noch ich. Danke. Ja, danke. Also, du standst neben mir, Herbert. War dämlich, dass ich darum geschlichen bin und hustete. Sehe ich ja ein. Ist denn nun mal passiert? Also, du standst neben mir. Ja, und da packten mich zwei. Ich dachte erst, du wärst es. Und schleiften mich weg. Wohin? Na, die Treppe runter und hierher. Hast du ihre Gesichter gesehen? Nein. Herr Stockfinster. Sie haben dich doch gefesselt und neben Paule festgebunden. Alles im Dunkeln? Beim Fesseln hat einer mal kurz geleuchtet. Aber nicht in ihre Gesichter. Sind sie in unserem Alter oder sind's Erwachsene? Was meinst du? Kein Erwachsenen, bestimmt nicht. Und weshalb nicht? Na, wie sie halt reden. Und sie sind bestimmt auch nicht von hier. Sondern? Weiß nicht. Jedenfalls sprechen sie ganz komisch. Ja, das ist ja wenigstens etwas. So wenig finde ich das gar nicht. Ich auch nicht. Also, Herbert, vorläufig absolute Geheimhaltung. Klar? Großes Ehrenwort. Kleines reicht auch. Eine Frage hätte ich noch. Ja? Darf ich auch weiter mitmachen? Tja, also, du darfst nicht, du musst. Warum muss ich? Na, ich denke doch, dass alle einverstanden sind. Womit denn? Dass du unser Lockvogel wärst. Spitze. Lockvogel? Wie geht denn das? Naja, das musst du dir ungefähr so vorstellen, Herbert. Du bist sowas wie ein Regenwurm an der Angel. Der wird zwar gefressen, aber dadurch erwischen wir den Fisch. Finde ich gar nicht komisch. Ist es eigentlich auch nicht. Müssen wir aber machen. Und nun noch einmal zur Sache, Ritter. Was wissen wir bis jetzt? Die Diebe sind nicht von hier. Und nicht von Rosenfels. Sie treiben sich schon einige Zeit hier herum. Und sind ungefähr in unserem Alter. Okay, okay. Und was wissen wir bis jetzt nicht? Weshalb sie sich bei uns so gut auskennen. Wie sie aussehen. Ja, und ob es richtige Ganoven sind oder nicht. Also, wenn ihr mich fragt, es sind welche. Am nächsten Tag, auf einer Schülerversammlung, macht der Rex zunächst vage Andeutungen. Dass bei uns neuerdings dauernd Sachen verschwinden, sei tief beunruhigend und ziehe immer weitere Kreise. Und dann kommt er übergangslos zu dem Punkt, um den es eigentlich geht. Und noch etwas ganz Wichtiges möchte ich sagen. Frau Dr. Horn hat mich angerufen. Schon schlecht. Ja, in der Tat. Drüben in Rosenfels sind aus der Küche Esssachen gestohlen worden. Salamiwürste, Schinken, Brot, Konservendosen und so weiter und so weiter. Ich muss sagen, für mich ist das kein Streich mehr, bei dem man ein Auge zudrücken kann. Für uns auch nicht, Herr Direktor. Nun gut. Sollte trotzdem jemand von euch damit zu tun haben, dann möge er nachher in mein Arbeitszimmer kommen, ja? Kannst du mir mal sagen, was Dampfwalze ausgerechnet jetzt so blöde zu grinsen hat? Keine Ahnung. Etwas möchte ich vielleicht auch noch sagen. Die Sache ist für uns gerade heute besonders peinlich, weil uns die Rosenfelser ja abends zum Konzert eingeladen haben. Wenn die Geschichte bis dahin nicht völlig geklärt ist, bleibt der Verdacht so an uns hängen. Ganz selbstverständlich. Und Frau Dr. Horn wird es sich nicht ausreden lassen, dass unser liberales, auf Vertrauen und Ehrlichkeit begründetes Schulsystem wieder einmal versagt hat. Also, enttäuscht mich nicht. Wer mir etwas zu sagen hat, findet mich in meinem Zimmer. Das ist ja ein Wahnsinn. Vogelbild macht mich das. Wahnsinn. Und Dampfwalze grinst immer noch. Ich gehe zum Rex. Ja? Ach, Ottokar. Hab ich schon erwartet. Nun, wie sieht's aus?
Nichts Neues, Herr Direktor. Gar nichts? Nein. Uns ist das alles total rätselhaft. Euch allen? Ich weiß nichts anderes. Nun, ich habe eben in der Schulversammlung ja auch allgemeine Betroffenheit registriert. Aber gab es da nicht doch eine Ausnahme? Sie meinen Dampfwalze? Ja. Also offen gesagt, sein heiteres Wesen gerade in diesem Augenblick kann ich mir so recht nicht erklären. Ich auch nicht. Ja, bitte. Ah, Dampfwalze. Fast wie auf Stichwort. Herr Direktor, ich möchte Sie sprechen. Es ist dringend. Plötzlich wieder so ernst? Na, schieß los. Ich weiß, wo die Sachen sind. Was? Die gestohlenen Esssachen aus der Küche von Rosenfels? Ja. Ja, und wo sind sie? Im Mauersäges Luftstollen. Wo bitte? Naja, ich meine, in dem Gang da unten, den sich irgendeiner von Mauersägens Urahn damals für die Flucht angelegt hat. Ein Geheimgang, Herr Direktor, führt unter der Burg durch. Wir haben ihn neulich bei der Feldarbeit entdeckt. Ach so. Ja. Ja, und wie bist du da hingekommen? Den Eingang hatten wir ja schon. Als ich die Gittertür mit dem Dietrich öffnen wollte, sah ich Ölspuren. War also schon jemand vor mir da. Ich dachte, ich flipp aus. Tastete mich dann prüfend weiter. Und plötzlich, da hatte ich eine Hartwurst in der Hand. Und dann noch eine und noch eine. Dazu Brot und Konservendosen. In der Dunkelheit konnte ich ja nur fühlen. Und riechen. Aber, dass es sich hier um ein komplettes Warenlager handelt, das steht ja wohl fest. Tja, hält man das für möglich? Das ist nun wirklich eine Überraschung. Was Sie uns geklaut haben, liegt bei Paula im Kasten. Und was Sie drüben abgeschleppt haben, unten im Fluchtgang. Also, das sind ja wohl echt Profis. Ohne Zweifel. Was schlagt ihr vor? Am besten, wir tun so, als hätte sich bei uns gar nichts geändert. Gut. Wir fahren also heute Abend wie vorgesehen zum Konzert nach Rosenfels. Ja, schon, nur einige müssten natürlich hierbleiben. Wer? Dampfwalze, Stefan, Hans-Jürgen, Möke, Andi, Strehlau, der kleine Herbert, ja und ich. So viele? Ja, schon. Wir müssen uns ja überall im Gelände verteilen. Gut. Ich werde euer Fehlen bei Frau Dr. Horn mit dringenden Aufräumungsarbeiten entschuldigen. Das glaubt sie ihm bestimmt. Und was sagen wir den anderen von uns? Naja, am besten, dass eine Wache zurückbleiben muss, damit nicht noch mehr wegkommt. Okay, das geht. Gegen 19 Uhr fahren der Rex und die Lehrer mit unseren kleineren Rittern im Omnibus zum Konzert nach Rosenfels hinüber. Kurz danach treffe ich Dampfwalze und Ottokar im Burghof. Es ist schon fast dunkel. Na? Still ruht der See. Was? Nichts? Gar nichts. Jedenfalls nichts am Bootshaus. Hallo! Hallo Ottokar! Na, was ist? Vom Sportplatz bis hierher? Nichts. Na gut. Oder nicht gut. Am besten, wir machen weiter wie geplant. Da fällt mir eben noch was ein. Spuck's aus! Unten am Bootssteg. Da hat irgendein Depp die Ruder von Schreckenstein 6 ins Wasser hängen lassen. Bestimmt keiner von uns. Also waren die Ganoven zum Klauen mit dem Boot drüben in Rosenfels. Woher kennen die sich nur so gut bei uns aus? Vielleicht kommen sie aus Neustadt. Von der Ebertschule. Nicht sehr wahrscheinlich. Ich gehe eben mal zur Zugbrücke. Okay. Weiß Herbert Bescheid? Der wartet schon. Sehr gut. In der nächsten halben Stunde sollte er wieder bei Paul im Kasten sein. Verpackt und verschnürt, damit die Burschen meinen, wir hätten nichts gemerkt. Richtig. Sofern sie überhaupt noch mal kommen. Sicher nicht, bevor es dunkel wird. Hey, kommt mal her! Schnell! Was ist denn? Na, wie findet ihr das denn? Stand hier am Brückengeländer. Eine Plastiktüte? Na und? Haltet das Ding mal. Ich bin gleich wieder da. Was ist denn drin? 4 Bierflaschen, 3 volle und eine angebrochene. Der Marke nach aus Wampoltsreute. Stellen wir am besten wieder hin, damit es nicht auffällt. In Ordnung.
Hey, wo willst du denn mit meinem Rad hin? Ich würde gern meins nehmen, aber das haben sie geklaut. Was? Ja. Ja, und wo willst du denn nun hin? Nach Baumpols heute, ins Wirtshaus. Wohin denn sonst? Dampfwalze, sonst nicht unbedingt der Schnellste im Denken, hat diesmal einen Gedankenblitz. Wenn wir von dem Wirt in Bampolsreuth erfahren können, überlegt er, wer die 4 Flaschen Bier gekauft hat, bringt uns das vielleicht einen Schritt weiter. Inzwischen lauschen unsere Ritter drüben im Rosenfelser Mädchenpensionat dem Konzert. Fräulein Böckelmeier, die Englischlehrerin, spielt Chopin. Aber die Zuhörer und Zuhörerinnen sind mit ihren Gedanken ganz woanders. Nämlich bei uns auf Burg Schreckenstein. Die Ritter ärgern sich, dass sie bei unserer Ganovenjagd nicht dabei sein können. Und die Rosenfelser Mädchen ärgern sich, weil sie nicht rauskriegen, warum unsere Großen nicht mitgekommen sind. Das mit den unaufschiebbaren Aufräumungsarbeiten glaubt natürlich niemand. Sag schon, Bummel, wo ist denn Stefan? Weiß ich doch nicht. Flaschenkinder sollte man eben nichts fragen. Wenn du mir so kommst, sag ich erst recht nichts. Sei kein Frosch, Kuno. Wo sind eure Großen denn alle? Frage sie doch, wenn du sie triffst. Psst. Nun komm schon, Kuno. Sind die etwa alle krank? Tu da doch einfach rüber, dann seht ihr sie auch. Geht doch nicht, Kuno. Warum denn nicht? Vielleicht erlebt ihr noch was ganz Tolles. Klein Kuno kommt sich mit dieser Bemerkung natürlich ganz groß vor. Verraten habe ich gar nichts, denkt er sich. Aber zum Platzen neugierig habe ich sie gemacht. Ottokar und ich warten inzwischen auf dem Burghof auf Dampfwalze. Der muss jeden Augenblick aus Wampolsreute zurückkommen. Und da ist er auch schon. Aber nicht mit meinem Rad. Er keucht zu Fuß über die Zugbrücke. Ja, Menschenskinder, Dampfwalze. Alles, wie ich es mir gedacht habe. Was denn? Ein Mädchen hat 4 Flaschen Bier geholt, sagt der Wirt in Bad Polzreute. Wann? Ungefähr vor einer Stunde. Na und? Na und? Als ich aus dem Wirtshaus rausgekommen bin, ist ein Rad weg. Wie weg? Geklaut, wenn dir das mehr sagt. Was? Ich glaube, ich spinne. Was beweist, dass die 3 Typen noch in der Nähe sind? An das Mädchen wirst du dich ja noch erinnern, Dampfwalze. Die vergesse ich nicht. Der breche ich noch alle Knochen. Das sagtest du schon mal. Hoffentlich triffst du sie auch. Die treffe ich. Hoffentlich treffen wir nicht nur das Mädchen, sondern alle 3. Und das bald. Also gut. Benachrichtigen wir die anderen. Lagebesprechung in der Folterkammer. Also, noch einmal kurz zusammengefasst. Bitte zuhören. Hey, wir nehmen an, dass die Ganoven nur nachts hierher kommen. Schlau. Was willst du? Wir tun so, als hätten wir inzwischen nichts gemerkt. Sei mal leise, Dampfwalze, bitte. Das bedeutet aber zweierlei. Herbert geht zurück zu Paul in den Kasten. Und wir anderen gehen wieder zu unseren Beobachtungsplätzen und warten. Dabei vor allem eines. Ruhe bewahren. Und genau beobachten. Eure Plätze nicht voreilig verlassen. Nicht unüberlegt zupacken. Wir haben es nicht mit Anfängern zu tun. So, Herbert. Ja? An die Mücke, pack ihn wieder ein. Wenn du da drin Geräusche von draußen hörst, Herbert, fängst du an zu husten. Kann ich doch gar nicht. Warum nicht? Hatte doch ein Heftpflaster über dem Mund. Ach ja, richtig. Das Heftpflaster. Stefan, du hast es ihm so schön abgemacht. Klebst du es ihm auch wieder rüber? Okay. Seid ihr mit eurer Schnurerei fertig? Sind wir gleich. Schon passiert. Moment, Herbert. Schön ruhig halten. So, siehst richtig wild aus. Versuch mal, ob du husten kannst. Na also, geht doch. Du, Stefan, mach doch das Pflaster nochmal locker. Was ist denn, Herbert? Wenn ich huste und sie öffnen den Kasten, was mache ich denn dann? Ja, das kannst du dir wohl denken. Dann sagst du ihnen, wir sind alle weg. Und sie sollen dir die Fesseln abnehmen und dir was zu essen und zu trinken geben. Außerdem hättest du Schmerzen.
Du hältst sie hin, verstehst du? Bis wir kommen. Aber wenn ihr mich nicht hört? Wir hören dich. Und wir holen dich, Herbert. Keine Sorge. Ha, spätestens nach dem Frühstück bist du wieder draußen. Latein versäumst du nicht. Blöd, Mann. Also, Herbert, wenn du nichts mehr sagen willst, kleben wir dir das Pflaster wieder drüber. Ach, siehst du, Herbert. Paul hat sich überhaupt nicht verändert. So, Herbert, jetzt steig vorsichtig ein. Ich mache langsam zu. Wir haben uns wieder auf unsere Beobachtungsposten verteilt. Die Stunde der Entscheidung ist gekommen. Unsere Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Wir sehen nichts und wir hören nichts. Dann aber ein Geräusch. Da klirrt etwas. Die Bierflaschen. Ich schleiche aus der Lehrergarage zur Zugbrücke. Setze vorsichtig Schritt vor Schritt. Bin auf der Brücke, taste die Stelle ab. Sie ist leer. In diesem Moment flammt auf dem Wehrgang kurz eine Taschenlampe auf. Das ist Mücke. Was ist? Die Bierflaschen sind weg. Also waren die drei da? Ich habe jemanden reinrennen sehen. Vielleicht waren es auch mehrere. Und? Sie sind weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Und jetzt? Zurück auf unsere Posten und äußerste Vorsicht. Hans-Jürgen hält es hinter seinem Pfeiler nicht mehr aus. Nur ein paar Schritte und er ist auf der Treppe zur Folterkammer. Macht die Tür auf, geht zwei Schritte in die Folterkammer rein, knüpft seine Taschenlampe an und erschrickt. Aber was er sieht, kann er nicht glauben. Denn er sieht nichts, außer einem schwarzen Loch in der Wand. Die haben den Kasten geklaut. Mit Paule und dem kleinen Herbert. Und von den drei Ganoven keine Spur. Auch nicht am Eingang zum Fluchtstollen. Dort liegt Dampfwalzen noch immer unter seiner Tarndecke und lauscht. Da. Plötzlich ein Geräusch. Dampfwalze krabbelt unter seiner Decke hervor. Sieht einen schmalen Taschenlampenstrahl am Eingang zum Fluchtstollen und hört Stimmen. Du machst schon. Dampfwalze muss an sich halten. Die schieben da seelenruhig unsere geklauten Räder in den Fluchtstollen. Aber er beherrscht sich. Wartet, bis die beiden mit den Rädern im Stollen verschwunden sind. Öffnet dann mit seinem Dietrich die Gittertür. Schließt hinter sich zu. Hängt noch ein großes Vorhängeschloss um die Stäbe und nimmt die Verfolgung auf. Nun komm schon, was willst du mit den Pfirsichen? Bei Paule stehen noch drei Dosen Apfelmus. Vertrage ich nicht. Also gut, dann nimm dir eben deine Pfirsiche. Hast du Brot, Butter und Wurst? Ja, komm jetzt. Sonst denkt Martina noch, sie hätten uns erwischt. Komm ja schon. Au! Mensch, mach nicht so einen Krach. Seitdem Martina einen von denen aufs Kreuz gelegt hat, wissen sie immerhin, dass es uns gibt. Na, wenn schon. Ziehen wir eben auf Mauersieges Speicher um. Da haben wir sogar Luft. Dampfwalze staunt. Woher wissen die Burschen so gut Bescheid? Woher kennen die Mauersäge? Hinter einer Ecke verschwinden die beiden. Dampfwalze tastet sich weiter vor. Entdeckt eine Leiter, steigt hinauf, stößt gegen eine Falltür, stemmt die Tür hoch, fühlt Stroh, klettert nach oben und wird von zwei Händen gepackt. Mensch, Stefan, bist du's? Ratten. Oh Gott. Wo sind die drei hin? Weiß nicht. Du bist der Erste, der hier hochkommt. Hm. Wo sind wir eigentlich? Im Burgfried. Wer ist da? Na, ich? Wer denn sonst? Mann, Ottokar, wo kommst du denn hier? Ich bin einem nach, der zum Burgfried geschlichen ist. Das war ich. Und ich bin einem nach, der durchs Tor reinkam. Die sind zu dritt. Ich habe ein paar Minuten gewartet und bin dann hier reingeklettert. Da gibt's nur eines. Der Stollen hat einen zweiten Ausgang. Gehen wir runter.
Schalte mal die Taschenlampe ein, Dampfwalze. Ziemlich hoher Raum hier. Wahrscheinlich der Keller unterm Burgturm. Was ist denn das? Wo? Na, auf dem Podest da. Der große schwarze Kasten. Sieht aus wie Paules Reserveschrank. Na genau. Vielleicht hat er den gleichen Mechanismus. Da unten ist eine Holzleiste. Drück doch mal, Ottokar. Ich brech ab. Herbert! Ja, spinn ich denn? Warte, Herbert. Ich mach dir wieder das Heftpflaster ab. So. Wie ging's dir denn, Herbert? Hast du die Ganoven gesehen? Nee. Ja, aber wie haben die dich denn hierher gebracht? Weiß nicht. Irgendwann hat sich der Kasten mal bewegt. Aber nicht viel. Jetzt komm erst mal raus. Bewegt, sagst du, Herbert? Ja. Vielleicht im Kreis? Kann sein. Junge, da kommt mir eine Idee. Was denn? Schaut euch mal die Steinplatte hinter dem Kasten mit Paul an. Ja und? Was ist denn mit der? An sich nichts Besonderes, aber wenn ihr euch dazu den Boden des Podests anseht, auf dem der Kasten steht. Was sollen da sein? Na, die Kratzspuren. Na und? Noch immer tote Hose? Total. Na, dann zeige ich euch's eben. Da haut's mir doch glatt den Vogel raus. Der Kasten dreht sich ja. Eben. Die haben den Kasten mit Paul und Herbert von der Folterkammer aus einmal um die eigene Achse gedreht. Und nun steht er hier. Im Keller unterm Turm. Ganz einfach, wie? Da schnallst du doch ab. Echt. Na dann los. Schnell raus hier. Zurück über die Leiter, wie wir gekommen sind. Geht's, Herbert? Alles okay. So. Und jetzt die Falltür runter. Komm, ich will. Steine drauf. Und was wir sonst noch finden. Da ist es ein Eisenstamm. Genau. Alles drauf. So. Die stemmt kein Mensch mehr hoch. Und jetzt, wie ich gekommen bin. Durch das Loch in der Mauer, raus auf den Hof. Steig du voran. Ich helfe Herbert. Okay. Jetzt du, Herbert. Geht prima. Stefan, Dampfwalze. Bin schon da. Alles klar. Also, Männer. Geschafft. Vor das Mauerloch legen wir noch eine Tür und karren den alten Traktor davor. Dann ist überall dicht. Dann sitzen die drei Ganoven in der Falle. Als der Morgen dämmert, sehen wir die drei. Sie sitzen im Fluchtgang, dicht hinter dem Gitter. Wie richtige Ganoven sehen sie eigentlich nicht aus. Sie sind in unserem Alter und machen, rein äußerlich, gar keinen so üblen Eindruck. Dampfwalze, der kleine Herbert und ich halten am Gitter Wache. Woher kennt ihr euch eigentlich so gut bei uns aus? Ganz einfach, aus eurer Schulzeitung Wappenschild. Wo habt ihr denn die gelesen? In der Folterkammer. Da liegt ja so eine Art Sammelband rum. Ja klar, Mann. Das ist ja wie eine Gebrauchsanweisung. Logisch. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Einrichtungen, Ereignisse, Verhaltensregeln. Alles drin. Bevor wir euch überhaupt zum ersten Mal gesehen haben, kannten wir jeden und alles von euch. Hammerhart, echt. Wo kommt ihr eigentlich her? Von ziemlich weit. 400, 500 Kilometer von hier. Benny und Martina sind Geschwister. Ich bin Bennys bester Freund. Cherry ist spitze, ohne ihn... Na, sprich doch weiter. Cherry, sag du's. Naja, Martina und Benny haben zu Hause Probleme. Da läuft's nicht mehr. Aber irgendwas muss doch da noch laufen. Warum? Na, wenn ich da an Martinas Judo-Klasse denke. Wo hat sie die wohl her? Von meinem Vater, stimmt. Ist aber auch das Einzige. Naja, also null Zukunft sozusagen. Da fiel mir ein, dass ich einen Onkel hier ganz in eurer Nähe habe. Ein paar Kilometer von Neustadt entfernt. Rechtsanwalt und Spezialist für Jugendrecht. Zu dem sind wir hin. Ja, super. Mann, und dann? Und dann war mein Onkel nicht zu Hause. Auslandsreise. Rückkehr erst in ein oder zwei Wochen. Das war natürlich echt ein Schock. Logisch. Und Jerrys Tante? Zu der hin und die Wahrheit sagen? Total irre. Die hätte uns sofort wieder zurückgeschickt. Also beschlossen wir zu warten, bis Jerrys Onkel zurückkommt.
Aber wo sollten wir warten? Ja, auf dem Land, dachten wir uns. Da erwischen sie uns nicht so schnell. Und da reißen wir auch eher was zu essen auf. So haben wir eure Burg entdeckt. Mhm, gefiel uns gut, schon der Burghof. Als wir uns ganz cool umsahen, fuhr plötzlich ein Lehrer aus der Garage. Und wir rannten eine Treppe runter und landeten im Folterkeller. Naja, und bei der Gelegenheit schmückerte ich ein bisschen in eurer Schulzeitung rum. Alles Weitere wisst ihr inzwischen. Ja, alles Weitere wissen wir inzwischen. Und was wir noch nicht wissen, erfahren wir an diesem Vormittag vom Rex. Die Polizei hat mich angerufen. Sie will wissen, ob wir ungebetenen Besuch haben. Haben wir denn ungebetenen Besuch, Herr Direktor? Tja, wie würdest du denn den Aufenthalt der drei bei uns nennen? Ja, unsere Meinung dazu kennen Sie, Herr Direktor. Wir haben Ihnen ja heute Morgen schon alles erzählt. Schon, aber was machen wir? Wie ist die Polizei eigentlich draufgekommen? Der Vater von Beni und Martina hat die Polizei verständigt. Wann denn? Nach 4 Tagen. Da hat es sich aber mächtig beeilt. Ja, wie auch immer. In Wampolsreute sind sie dann gesehen und identifiziert worden. Sau blöd das Ganze. Macht mich für Vogelwild. Ich hab's. Na? Wir behalten Benny und Sherry gleich hier bei uns. Und schicken Martina rüber nach Rosenfeld. Sau stark, Junge. Also eure Begeisterung in Ehren, aber wie sollte das Ganze wohl in der Praxis funktionieren? Hm? Na, mit Stipendium und so. Wir schalten Sherrys Onkel ein. Wozu ist denn der Rechtsanwalt und Spezialist für Jugendrecht? Mhm. Seine Telefonnummer habe ich schon. Also zum Lachen finde ich das gar nicht. Aus denen können bestimmt mal prima Ritter werden. Bestimmt. 2 Stunden später ist die Polizei da. Wir räumen in Windeseile alles weg, womit wir die Ein- und Ausgänge zur Folterkammer und zum Fluchtgang verbarrikadiert hatten. Dann informieren wir Martina, Benny und Jerry. Wir werden ihnen helfen, sagen wir. Aber sie glauben uns nicht. Doch wir machen es. Allerdings auf unsere Art. Wir beantworten alle Fragen der Polizisten höflich, ehrlich und wahr. Martina, Benny und Jerry warten hinter der Wand dicht bei Paules Kasten nur darauf, dass wir das Ding umdrehen. So, wie sie es mit dem kleinen Herbert gemacht haben. Nur halt in umgekehrter Richtung. So können sie unbemerkt vom Fluchtgang zu uns in die Folterkammer kommen. Wir geben uns ganz cool, warten deswegen darauf, dass die Polizisten gehen. Endlich sind sie weg. Los, schnell, pack mir dann. Mensch, das Kind, dreht sich das Ding schwer. Reicht schon. Psst. Ja? Kommt jetzt. Okay. Puh, endlich geschafft. Das vergessen wir euch nie. Super, euer Paul. Schon, aber jetzt müssen wir noch mal stemmen. Wo? Na, den Kasten. Den müssen wir doch zurückdrehen, damit drüben wieder alles so aussieht wie vorher. Logisch, also packen wir's. Paul ist wieder im Kasten. Als könnte er kein Wässerchen trüben. Und, wie machen wir es jetzt? Die Polizisten sind inzwischen drüben im Fluchtgang. Jedenfalls haben wir sie dorthin geschickt. Wenn bei uns oben die Luft rein ist, kriegen wir Zeichen. Dann schwirrt ihr ab. Mücke wartet oben mit Fressalien auf euch. Die könnt ihr euch ja unterwegs reinziehen. Prima. Und wie kommen wir weg? Mit 3 Rädern. Wiedersehen macht Freude. Die Räder meinen wir. Euch natürlich auch. Mann, ihr seid die Größten. Hätte ich nie von euch gedacht. Psst, alles klar. Also dann. Tschüss. Ciao. Moment noch. Bei den 3 Tannen fahrt ihr rechts weg. Den Feldweg. Da seid ihr völlig allein. Okay. So, das wäre erledigt. Ob wir die jemals wiedersehen? Sehen wir. Na, hört mal unsere alte Portion. Wann willst denn du das wissen? Hey, die Tür! Mensch, da ist was schiefgelaufen. Herr Direktor. Na, alles in Ordnung? Haben Sie uns einen Schreck eingejagt, Herr Direktor? Warum denn? Wir dachten, die Polizisten kommen noch mal zurück. Nein, die Herren haben sich inzwischen offiziell verabschiedet. Na, Gott sei Dank. Und wenn Sie den Rechtsanwalt anrufen wollen, Herr Direktor, das habe ich schon gemacht. Was? Der Rechtsanwalt meint auch, dass Martina drüben in Rosenfels
und Jerry und Benny bei uns sehr gut aufgehoben wären. Und dann meinte er noch, das mit den Eltern, das kriegt er schon hin. Ja, das ist auch super, klar. Also Herbert, wenn du dann demnächst die Leitung unserer Schule übernimmst, dann bitte ich mir ein Stipendium aus. Bei dir kann ich ja wohl noch allerhand lernen.